Mehr Kreuzfahrer. Non-Aggression Pact wollen die haben. Ich will Military Access. Willkommen zurück zu Total War Warhammer 2 Rise of the Tomb Kings. Wir sind gerade dabei, einer Dynastie auszulöschen, aber ich sehe schon, was die vorhaben. Deswegen machen wir hier mal einen Rückzug. Hier können wir dann eigentlich dem so ein bisschen entgegenkommen. Ich weiß, ach, das hätte ich vielleicht auch machen sollen. Naja. Inzwischen auch einen Ride anlocken, aber das brauche ich nicht. Sind die feindlich? Nee. Ich kann jetzt die Screaming Skull Catapults bauen. Aber noch nicht diese Runde. Kann ich denn hier austauschen? 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 2. Ja, ich glaube die Carrions. Jetzt verbaue ich das Katapult. Dann kann ich mir Al-Hakik holen. Wenn ich das überhaupt will, ich glaube nicht. Ich denke, ich lasse das von diesen komischen Kreuzfahrern erobern und konzentriere mich erstmal darauf, die Tomb Kings hier auszurotten. Das ist der schwarze Turm von Arkham. Den kriegen wir auch noch weg. Ja, das passt soweit. End of the Dead passt auch. Müsste ich ausbauen so langsam mal. Aber nicht genug Geld. Die Kreuzfahrer, die mögen mich noch nicht so richtig. Kommt aber noch. Bin ich mir sicher. Ja, perfekt. Könnte ein Hinterhalt sein und die Armee von ihm ist nicht so stark wie meine. Oder? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6. Ja, okay, aber ich hab Chariots und ein paar mehr Bogenschützen. Das ist Reiter. Dürfte also machbar sein. Er hat mehr Speerträger, aber Speerträger, was sind schon Speerträger? Und ich habe den Vorteil, ich bin eingegraben. Ja, Tatsache. Ich habe komplett Vanguard Deployment. Das heißt, die Asis, die sind gefickt. Wenn die einfach kaputt bashen. Machen wir mal eine neue Aufstellung. So. Gucken, was die mir entgegenzuwerfen haben. Ich werde direkt auf sie losrennen im Prinzip. So, die können ruhig Vanguard bleiben. Ja, ich fall denen am liebsten mal, am besten mal im Rücken. Oh, das sind eh keine Bogenschützen, ja, dann passt das doch. Ja. Kann man eigentlich vorrücken, ne? Am besten so. Fällt den schönen Rücken. Und stopp. Ja, ich habe zwar weniger Truppen, aber ich habe auf jeden Fall die stärkeren Truppen. Ja, wobei, geht da direkt drauf. Oder so am besten direkt. Die bessere Aufstellung.
sehr nice hier hinten. Wo ist denn da? Na, guck mal, nochmal lesen. Target is hidden. Climbing or many. Stalk spotted only at very close range. Ja, perfekt. Jede Menge draufgegangen, so dass schon die erste Resurrection Wave hier triggert. Gutes Zeichen für mich. Triggert auch gleich, bei denen schon die zweite. Problem ist, meine rechte Flanke wird zerfallen. Sich doch ganz schön wieder. Und haben ja die Ushabtis auf den Hals gehetzt. Kann ich aber kiten, hoffentlich. Ja, schon ein ziemlich dämlicher Kampf, muss ich sagen. Muss da auf jeden Fall mal reinrennen. Ich verliere die rechte Flanke sonst. Hat auf jeden Fall mal Sinn, da reinzurennen. Das hier ist eigentlich so gut wie gewonnen, die Linke. Aber rechts gefällt mir noch nicht so. Kriegen wir aber auch alles hin. So, zack. Wenn die schön aufgemischt hier, jawohl. Und ihr rennt da auch nochmal rein. Hier am besten. Kämpft gegen den Lord. Ja, die kämpfen halt schön langsam. Das ist super toll für meine Chariots, die können ja immer schön in den Rücken einfallen. Immer schön weitermachen hier. So, jetzt habe ich nämlich... Oh, Sharp hier, Assis. Jetzt ist hier nämlich Feierabend. Nur Sharp die... Hol ich mir den Sieg. Alles drauf da. Und ich würde sagen, ein glorreicher Sieg für König Terrorplug. Schon wieder. Einen weiteren Tomb King zerstört. Ja, nur noch ihn hier. Das kriege ich auch noch hin. Jawohl. Alle zu Staub zerfallen. Ein glorreicher Sieg. Was will ich von ihnen haben? Ich will von ihnen Gold. Natürlich will ich Gold.
King Taraplak hat eine Waffe bekommen. Ich marschiere jetzt auch auf Al-Hakik. So stark ist die Garnison noch nicht. So, und Setra kann sich Bel-Aliad holen. Ich weiß auch nicht, ob ich das richtig ausspreche. Ist mir eigentlich auch egal. Warum sollte mich das interessieren? Araby ist sowieso noch nicht im Spiel implementiert. Ich könnte jetzt schon Tumgard haben. Ja, erstmal hier die Mauern hochziehen. Dann Camry. Ja, muss ich mal so Leon bauen. Wobei kann ich. Ne, brauche ich hier noch. Ne, dann baue ich lieber das Mausoleum erstmal. Der Graveport. Ja. Wollt ihr euch vielleicht mir unterwerfen? Nein? Okay. Dann verliert ihr nächste Runde wieder zwei Städte. Die Zwerge. Das sehe ich genauso. Die geben mir alle Geld. Ich will aber mehr Geld. Und jetzt? Jo. Pech. Das ist okay. Damit kann ich leben. Reparatur ist ganz schön teuer, aber es ist in Ordnung. Ja, die Kreuzfahrer wollen mir die Stadt vor meiner Nase wegschnappen. Leider bin ich da ein bisschen schneller. Ja, Arschlöcher. Und das belagern wir erstmal. Ich glaube nämlich auch wieder nicht an diesen Schlachtausgang. Und die Schlacht spielen wir dann in der nächsten Folge. Vorher will ich aber noch Setra bewegen. Der holt sich nämlich Bel-Aliad. Das sieht doch schon besser aus. So. Ja, das ist okay. Geben wir ihm noch den Level ab. Und zwar kann er inzwischen ein Skeletal Steed haben, was einfach nur seine Geschwindigkeit unglaublich erhöht. Das nehmen wir direkt. Und ja. Die Schlacht um Al-Hakik. Seht ihr in der nächsten Folge. Bis dann.